Ja, herzlich willkommen zu einem neuen NES Let's Play. Wie ihr seht, wird heute Urai Fighter gezockt. Ich hoffe, man spricht das annähernd so aus. ich kenne das Spiel nur vom Game Boy. Ich hatte es damals am Game Boy und habe es ausgiebig gezockt und war damals ganz fasziniert von dem Passwortsystem und habe mich mit diesem Passwortsystem gespielt, beziehungsweise ich habe es versucht zu hacken, indem ich immer versucht habe, die Passwörter selbst rauszufinden. Hat mir fast mehr Spaß gemacht als das Spiel selbst. Ja, aber nun zum Game selbst. Ist 1989 erschienen, ich glaube beziehungsweise 1980 auf dem NES erschienen und war damit eins der letzten Spiele, die so erschienen sind auf dem NES, oder zumindest am Ende der NES-Lebenszeit erschienen. So, fangen wir mal mit leicht an, weil das Leben ist schwer genug. Go, go, go. Ich bin schon gespannt, wie es am Ende ist. Ja. A macht nichts, B schießen. Ah, okay, so war das. Oh, okay, es ist... Ah, okay, das ist zum Aufsammeln. Ich überlege gerade noch, wie viel Treffer durfte man einstecken. Ich glaube gar keinen. Ich hätte jetzt unten bleiben. Eieiei. Ich weiß noch, dass es relativ bekannt dafür ist, dass es kein leichtes Spiel ist. So wie die meisten NES-Spiele natürlich nicht leicht sind. Sehr viele aus dieser Zeit. Ja, gefällt mir ganz gut. Grafik schaut eigentlich ganz fein aus. Ja. Ende NES-Zeit halt. Ah ja, so war das genau. Ich erinnere mich. So weit vorgehen ist natürlich nicht die beste Idee. Mal. Ja, darf echt nur einmal getroffen werden. Das ist halt natürlich schon hart. Ich weiß auch, dass es am Gameboy schon recht harte auswendige Lernerei war. Wow. Mal schauen, wie weit ich da jetzt komme. Ah, der Laser, den wollte ich eigentlich. Da muss ich mit da hier aufpassen. Ja, auch ein bisschen blöd, dass man sich überhaupt nicht klein machen kann. Ja, das Schräg geht auch, ging auch, genau. Ich komme langsam rein. Es ist sehr ähnlich dem Gameboy-Spiel. Ah, wie gingen die schon nochmal? Musste ich die machen. Wow, was geht? Wow. Mag nicht ein sterben. Ah, Mann, ist das hart. Echt. Auf jeden Fall nicht den Laser nehmen, so viel weiß ich jetzt schon. Okay, da bin ich gleich wieder beim Endgegner. Dazwischen. Mistkick. Kann ich da unten vorbei? Zum. Hoi. Ja, leicht ist anders. Vielleicht sollte ich dann noch ein anderes Level ausprobieren. Ich habe mir ein paar Passwörter zur Seite gestellt, weil ich schon geahnt habe, dass das genauso
ausgehen wird, nämlich dass ich die ganze Zeit nur am Kotzen bin hier. Rechtzeitig ausweichen. Wie mache ich den fertig? Okay, hat es so geklappt. Ich dachte, er geht nie drauf. Ja, man durfte sich auch nie verirren in den Levels, das war auch damals am Game war schon so. Gab es Abkürzungen? Was? Ich bin jetzt nicht... Komm ich da rein? Wow. Ja, ihr seht, ich informiere mich ja vor dem immer relativ wenig über das Game selbst. Lies gerade maximal vielleicht den Wikipedia-Beitrag mal schnell drüber und dann geht's schon los mit dem Let's Play. Falsch. Das ist kein Problem. Okay, Endgegner. Sperrt mich der jetzt da ein oder was? Ist schon hart. Ist schon hart, macht aber Fun. Da, jetzt fange ich wieder von vorne. Na, schauen wir mal noch ein anderes Level an. Setzen wir hier mal die Maschine. Und schauen wir mal das Passwort. Da habe ich das. Oder Level 2 Passwort J E E P. Schauen wir mal. Ah ja, genau. Es gab ja auch immer, auch am Game Boy gab es nicht nur diese Side-Scroller, sondern auch immer die von oben Levels. Boah, das ist was. Aber ich würde diese leichte Dinger darf ich drüber gehen. Das muss man mal einer sagen. Boah, das ist. Oh. Ah, muss ich irgendwo hingehen oder? Ich weiß es natürlich nicht. Kann er überall. Okay, das ist schwarz und ich dachte, okay, nicht grafisch. Ich jetzt ein bisschen seltsam gefühlt ist, also ist, dass so leichte Dinge am Boden sind, finde ich total verwirrend. Und dass ich über diese schwarzen Abgründe einfach drüber gehen kann, ich meine, was soll das? Ein bisschen. Das ist irgendwie seltsam. Okay. Super hart. Wahnsinn. Hier nur am Sterben. Ausschließlich. Droppt aber auch mal, wenn... Was? Droppt keiner was irgendwie. Du droppt hier niemand was. Einmal versucht. Ja.
Ja. Bisschen eine Chance mit dem Zeug zumindest. Okay, wenn man ein bisschen was eingesammelt hat, sah das Ganze gleich besser aus. Der war so schnell, den konnte man sehen. Okay, am Anfang einfach mal nur überleben. Kann man doch nicht ausweichen, ist doch... Wenn man da jetzt ganz kurz nur runter geht und der kommt, dann ist man einfach hin. Okay. Ja, so viel sterben macht dann halt auch nicht so viel Spaß. Ja, wie gesagt, es ist bekannt als hartes Game. Ich spiele es jetzt auf easy. Kann ich nur bestätigen. So, dann versuchen wir noch Level 3. C. Cool. Überhaupt denn cool? Der Ogelmann vielleicht? Okay. Kann nicht so funktioniert haben. Versuche ich mal DLL. Okay. Da gar kein T. Mist. Gut, mal King. Okay. Ja, also verschiedene Passwörter für PAL und US-Version zu machen. In welcher Welt macht denn das eigentlich Sinn? Sehe ich nicht. Also, wenn man mir sagen kann, wieso man für eine US-Version eine anderes Passwortsystem macht, als wie für ein PAL-Ding, kann ich. Aha, jetzt geht's runter. Wow, was zum. Tja. Hat das ist ja wie einfach nur stupides Aussehen gelernt. Das sowas mag ich nicht. Stupides auswendig lernen, das ist doch einfach gut. Wir sollten das weiterbringen. Das ist einfach keine Geschicklichkeit, oder? Das ist einfach nur auswendig lernen. Ich bin fassungslos über den Schwierigkeitsgrad. Nicht leicht, ist das wirklich leicht? Ich will das irgendwie nicht glauben. Wow! Okay, das war jetzt einfach mein Fehler. Das kann man ruhig mal zugeben. Also diese Energieeinsammeldinge sind genau die Identen wie beim Game. Haben auch die gleiche Farbe, glaube ich. Ah, da kommt einer von hinten. Nein. Hallo. Geht's noch? Bah. Ist das Bock schwer? Einfach Explosionen haben sie schön gemacht, also für ein NES-Game. Ist das ja schon was? Ja, einfach nur überleben, Leute. So, jetzt geht's runter. Da muss ich nach rechts schießen, weil da kommen gleich Wahnsinnige von rechts. Und ich schieße nach rechts und es bringt einfach nichts, weil ich ein bisschen zu weit unten war. Come on. So. Wir müssen später runter. Und nur pures aus.
Wow. Viel wollen, ausgewichen. Dumme Kugel getroffen. Game over. Okay. Eins mache ich noch. Stage 7. Schauen wir mal, ob das geht. Ein Kuh drinnen. Das ist jetzt Stage 6. Ist auch nicht der Kniff, man fängt gleich an und fährt mal nach links. Wow. Puh. Ja. Wow. Ja. Bitterhart, Leute. Wahnsinn, also ich, mir fehlen die Worte. Jetzt will ich es aber noch mal wissen. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören, aber jetzt will ich es noch wissen. Der ultimative Schwierigkeitsgrad Level 7. Das muss ich einfach sehen. Reset. Das muss ich einfach sehen. Ich meine, es war jetzt schon nicht schon so hart. Ichi. Stage 7, hart. Ultimate hard, okay. Ah, da kommen noch ein paar Gegner mehr, ich verstehe. Es wird mehr geschossen, wenn es nicht so einfach ist. Unfassbar. Ich würde mal gerne jemanden zusehen, der das richtig gut kann und das auf hart durchmacht. Auf einmal selbstverständlich, ohne Leben verlieren. Ich bin mir sicher, es gibt Leute. Es gibt immer irgendjemanden, der ein Game bis zur Endlosigkeit gezockt hat. Da könnt ihr hier so spielen, so stoppen einfach, wie lange man überlebt, das wäre mal was. Hört einfach so eine Zeit mitlaufen, die einem sagt, wie man lange man und überlebt. Dann hätte das wieder das Spiel Sinn machen. Also so ein Kardem-Spiel, wo man einfach nur schaut, wie lange man überlebt. Und wenn man mehr als 20 Sekunden hat, dann freut man sich schon ziemlich. Das wär's doch. Vielleicht mag der wer mal einen Mod schreiben, hm?
einfach nur sterben. Einfach nur sterben. Es ist mega hart, Leute. Es ist wirklich mega hart. Ich lasse das mal. Das war's für mich. Ist ein gutes Spiel. Ich mochte es am Gameboy sehr. Ich habe das Gefühl, es war am Gameboy einfacher. Oder es war am Gameboy auch nicht leicht, aber ich habe das Gefühl, es war am Gameboy einfacher. Vielleicht zocke ich das am Gameboy auch mal. Mal schauen. Falls ja, werde ich es dann zu dem Video natürlich verlinken. Ich sag mal danke fürs Einschalten. Vielleicht habt ihr Lust, auch mal Biofighter zu zocken. Ist ein gutes Spiel, ist ein richtig hartes Spiel. Also wenn man Bock hat auf ein richtig hartes NES-Game, dann tut euch das mal an. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.